Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Bewohnerfrei-Podcast. Und ich habe heute einen Gast hier, auf den ich mich wirklich seit Monaten freue, weil ich oute mich jetzt mal als Fan. Also ich bin ja Fan von Shakira, ich bin ja Fan von Helene Fischer und ich bin Fan eines Riesenkünstlers in Deutschland und zwar von Leon Löwentraut. Und ich habe dich ihn erfahren vor ungefähr anderthalb Jahren von einem guten Freund von mir. Der hat gesagt, du musst dir das unbedingt anschauen, was der junge Mann macht. Und ihr habt sogar ein paar Parallelen, was das Thema klassisches System angeht und wie man dann da rausbrechen kann. Aber hier kommt erstmal die offizielle Anmoderation. 1998 geboren, da habe ich Abi gemacht, nee, 97 habe er Abi gemacht, zählt der deutsche Maler Leon Löwentraut aus Düsseldorf zu den wohl jüngsten und bekanntesten Nachwuchskünstlern der Gegenwart und stellt seine Werke auf der ganzen Welt erfolgreich aus. Ob in New York, London, Singapur, Basel, Düsseldorf oder Berlin, überall sorgen seine Ausstellungen für Aufmerksamkeit und sein unverwechselbarer Malstil für internationales Interesse. Die Medien bezeichnen ihn auch als den neuen Picasso, ob er das hören will oder nicht, reden wir gleich drüber. Seine Werke sind immer binnen weniger Stunden ausverkauft. Und jetzt oute ich mich mal. Rita war, also alle kennen Rita, meine Frau, bei einer Ausstellung von Leon und die hat erzählt, das war da wie, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Leute haben sich fast um die Kunstwerke geschlagen. Normale Menschen, hochintellektuelle Menschen wollen alle dieses Bild haben. Von Picasso und, oh Gott, das kann ich gar nicht aussprechen. Wie heißt der? Jean-Michel Basquiat. Okay. Jean-Michel Basquiat inspiriert, sucht Löwentraut in seiner Malerei nach Freiheit, kombiniert Farbe und Formen geistlich wild, malt oftmals mit der Tube selbst, anstatt seine Pinsel zu verwenden. Und das ist ganz vielseitig, beschäftigt sich mit Menschen und dem Zwischenmenschlichen und zwischen Optimismus und Kritik zeigt oftmals auch die isolierten Menschen hinter der sozialen Fassade richtig geil. Auf der Art Karlsruhe präsentiert er vom 21. bis 24.02. seine neuesten Werke dem Publikum und auch die werden sofort aus den Händen gerissen sein. Herzlich willkommen im Podcast, danke für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank. Sag mal, da wo die Rita jetzt war, ne, die hat erzählt, das war ein Hauen und Stechen. Wie gehst du damit um? Du kommst dahin und siehst, normale erwachsene Menschen schlagen sich um deine Bilder. Wie ist das? Ja, das Lustige ist ja immer, dass ich persönlich immer total die Angst habe vor den Ausstellungen, dass keiner zu meinen Ausstellungen kommt. Da habe ich immer die größte Angst vor der neuen Eröffnung. Gerade wenn es halt auch außerhalb von Deutschland ist und so. Aber es ist zum Glück jetzt immer alles gut gegangen. Da habe ich immer so ein bisschen Schiss. Das können auch viele Leute nicht nachvollziehen. Aber gut, ich bin dann immer umso glücklicher, wenn ich dann sehe, wie sich die Leute auch auf den Ausstellungen freuen und wie groß auch einfach die Begierde ist auf die Kunstwerke und dass man halt auch so viel Anerkennung für Kunst bekommen kann, was man halt mit seiner eigenen Kreativität und durch seine eigene Inspiration erschaffen hat. Ja, weißt du, was die Rita noch gesagt hat? Im Gespräch mit dir, du warst total normal. Also keine Star-Allüren, du hast ganz normal gesprochen, gehst ganz normal mit den Menschen um. Das finde ich halt schon toll, bei dem Hype, der quasi um dich herum gerade ausgelöst wird, ne? Ja, das ist halt immer so eine Sache. Ich verstehe halt nicht, warum Menschen teilweise so denken, ich wäre jetzt irgendwie anders oder abgehoben. Ich finde, das ist so, weiß ich nicht. Wenn man sich jetzt mal so die, ich sag jetzt mal so, Stars, die jetzt irgendwie so ihre Allüren haben oder jetzt ausfallend werden oder patzig auch irgendwie zu Journalisten und so sein müssen. Ich finde, das sind so welche, die dann später im Dschungelcamp landen. Das sind so keine richtigen. Es sind halt meistens die wirklich netten und die auch professionell arbeiten und sich nichts auf irgendwas einbilden. Das sind auch meistens die, die am weitesten kommen. Ich habe gestern. Ja, das ist halt professionelles Business halt auch ansehen. Ne? Ich meine, warum sollte man abheben? Man kann doch einfach so bleiben, wie man ist. Ja, sehe ich ganz genauso. Ich habe gestern einen Post gelesen, da stand drin, wenn du keinen Kandidaten des Dschungelcamps kennst mit Namen, dann hast du im Leben alles richtig gemacht. Ja.
Ich glaube, da ist wirklich was dran an dem Satz. Ja, das glaube ich auch. Du mal, um Einstieg ins Thema zu finden, ich habe eine Reportage über dich gesehen. Also ich habe erstmal eine ganz lange gehört. Da war ein Radiojournalistin bei dir und dann habe ich eine gesehen, wie du malst. Und ich habe von einem meiner Mentoren mal gehört, und ich glaube das auch, und du kannst das jetzt unterstreichen oder widerlegen, du musst von dem, was du tust, besessen sein. Und ich habe dich gesehen, wie du da malst. Und ich zitiere, also ich erzähle auch oft von dir. Ich gebe ja große Veranstaltungen und Trainings. Und ich habe dich da besessen gesehen. Du bist für mich, und sag mir, ob das richtig oder falsch ist, wenn du malst, du tauchst in eine Parallelwelt ab. Genau, richtig, absolut. Also für mich ist das Malen eine ganz andere Welt, wo ich halt einfach ich selber sein kann und wo ich automatisch, wirklich, es kommt, ohne dass man es plant, fange ich an wirklich gar nichts anderes zu denken, außer die Kunst. Und das kann ich so eigentlich nicht sagen. Eigentlich, währenddem ich Kunst schaffe, denke ich am meisten über das Leben nach. Mhm. Weil dadurch kommen ja auch die Inspirationen und auch die Motive und was man halt in der letzten Zeit erlebt hat, was dann letztendlich auf der Leinwand landet. Deswegen ist es ja halt auch so unglaublich wichtig, dass man dann auch irgendwie ab und zu mal so einen Notizblock dabei hat oder sich Zeichnungen macht, weil man dann halt einfach viele Dinge auch behalten kann, die ich dann nachts im Atelier dann auf die Leinwand bringe. Und das ist dann wirklich, gerade wenn ich lange Zeit nicht gemalt habe, momentan ist wieder so ein Beispiel. Ich bekomme heute Abend wieder neue Leinwände geliefert. die Bestellung hat jetzt wegen der Feiertage und so weiter und weil viel halt ausgefallen sind, dann etwas länger gedauert. Und heute, nach weiß ich nicht, ich glaube 2 Wochen, das war für mich eine gefühlte Ewigkeit, habe ich endlich wieder die Möglichkeit zu malen, weil die Leinwände kommen. Und das ist dann schon so wie Entzug, die Zeit. Und wenn ich dann heute dann da bin, dann tauche ich in meine Parallelwelt ab und kenne nichts anderes als das Malen und mich selber zu verwirklichen. Das muss einen normalen Menschen natürlich erstmal erklären, ne? Also das hier, was wir jetzt aufnehmen, hören im Monat knapp 500.000 Menschen. Ich stelle mir jetzt Leute vor, die fahren im Auto Richtung Arbeit und du sagst, ich habe Entzugserscheinungen, wenn ich das nicht darf, weil es ist du bringst das Leben auf diese Leinwand und für dich ist es ja mehr, es ist ja keine Arbeit, wie ich raushöre, oder? Nee, überhaupt nicht. Also letztens hat mich jemand gefragt, ob ich überhaupt noch Hobbys habe. Dann habe ich gesagt, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, seitdem habe ich keine Hobbys mehr. Ja, so, und das ist halt vielleicht so ein Satz, wo man mit versteht, wie wichtig Kunst mir halt einfach ist und dass ich es halt auch nicht als Arbeit in dem Sinne ansehe oder als ich muss es jetzt tun, sondern einfach als Ventil auch einfach, so wo man mal abschalten kann, wo man sich selbst auch treu bleiben kann und das einfach tun kann, worauf man Lust hat und sonst gar nichts. Ja, wenn wir uns Autobiografien von großen Menschen und Künstlern anschauen, kommt oft so ein Satz, ich bin das gar nicht selber, also es malt. Wenn du in diesen State kommst, wo du dich quasi hineinwirfst in die Kunst und links und rechts alles quasi weg ist, du machst es ja auch stundenlang, hauptsächlich nachts, habe ich gesehen, richtig? Ja, genau. Verlierst du Zeit und Raum in der Zeit? Ist das alles weg? Ja, es ist alles weg. Also es kommt schon häufig vor, dass wenn ich dann so gegen 10, 11 Uhr meistens anfange zu malen, dass ich dann ja schon so 7 Stunden am Stück nur durchpower und male und verschiedene Pinsel dann benutze und Spachtel und Spraydose und mit Acryl und Ölfarbe mal, also ganz viel halt auch einfach ausprobiere, auch mit den Tuben und ja, immer neu experimentiere, um halt auch einen weiteren Horizont in der Kunst zu entwickeln. Und das kann dann schon ein paar Stunden gehen, ohne dass ich das dann überhaupt merke, dass ich so lange gearbeitet habe. Und wenn ich dann irgendwann dann mal fertig bin, bin ich dann auch ziemlich erschöpft. Also man merkt das schon. Weil die Leinwände sind ja bekanntlich nicht gerade klein. Genau. Ja. Genau, absolut. Und wenn man dann so weit ist, dass die Leinwand auf dem Boden liegt, weil die Farbe sonst einfach runterlaufen würde, weil sie so dick einfach aufgetragen wurde und ich muss dann irgendwie an die Mitte des Bildes kommen und die ist dann 2,50 Meter mal 2,70 Meter groß, dann ist das schon eine Schwierigkeit und hat dann auch teilweise mit Akrobatik zu tun, das Bild dann auch wirklich so gemalt zu bekommen, wie man es dann auch möchte.
Kannst du einmal für die Leute, die hier zuhören, beschreiben, in was für einem Zustand du dich befindest, wenn du dich malst? Wenn du malst. Was macht dein Geist dann? Oder ist es dein Herz? Oder was ist es? Also es ist eigentlich immer folgendermaßen, dass ich, wie gesagt, es gibt halt Wochen, da mache ich gar nichts. Und dann gibt es eine Zeit, da fange ich direkt an. Und das sind dann Momente, wo ich dann merke, okay, jetzt, genau jetzt und nicht irgendwann anders, auch nicht 5 Minuten später, genau jetzt habe ich Lust zu malen. Mhm. Und genau jetzt will ich ins Atelier gehen und richtig powern und alles rauslassen, weil mein Kopf voller Ideen ist. Mhm. Also so, es muss raus. Genau, richtig. Es muss absolut raus und sonst explodiere ich irgendwie innerlich. Und das ist dann, wie ich gerade schon sagte, auch das Ventil, womit ich dann auch alles dann auf die Leinwand bringe. Und in diesem Zustand, ja, kriege ich nichts anderes mit. Das ist dann halt auch wirklich, ja, eigene Welt und abschalten, nur dafür die Augen haben. Und laut Musik natürlich, das darf man nicht vergessen. Was hörst du dann für Musik? Ach, ich höre eigentlich relativ viel. Ich höre klassische Musik, ich höre Popmusik, ich höre Rap. Ich höre französischen Rap viel, amerikanischen, ich höre Soul, ja, House-Musik viel. Alles. Ja, eigentlich alles. Es muss halt einfach gut sein. Wenn wir jetzt einmal zu Beginn die Rewind-Taste in deinem Leben drücken, wie warst du als kleiner Junge und in der Schule? Warst du angepasst, unangepasst? Ich kenne ja schon ein bisschen von deiner Geschichte, aber ich will es auf jeden Fall nochmal hören. Wie warst du im klassischen System? Das klassische System war definitiv nicht für mich gemacht. Also ich war schon relativ, ja, rebellisch, habe mich mit vielen Leuten früher angelegt. Ich habe in der Schule kaum Hausaufgaben gemacht. Ich habe auch in der Grundschule, ich weiß nicht, ich hatte halt immer irgendwie auch andere Meinungen als andere. Ich hatte andere Sichtweisen. Und wenn ich eine andere Sichtweise hatte als jemand anderes, was 90% oder 95% der Fall war, habe ich das nicht einfach so stehen lassen, sondern musste diskutieren. Und das kam dauernd vor, weil ich halt nicht wollte, dass, ich meine, ich kann jetzt kein bestimmtes Thema nennen, weil es gibt so viele Themen, worüber man diskutiert hat, aber wenn man dann einfach gemerkt hat, auch, dass viele Leute andere Ansichten einfach vom Leben haben oder von Berufswegen oder von Karriere oder von Kreativität, Inspiration oder Kunst allgemein oder auch Schauspiel oder Design oder was auch immer. Mhm. Da habe ich halt einfach ganz andere Denkweisen gehabt und auch andere Meinungen vertreten. Und ich wollte mich nicht zwangsläufig mit anderen Leuten immer anlegen, aber es kam halt oft vor, weil ich ja irgendwie anders. Das musst du wahrscheinlich damals schon raus, oder? ja, genau. Und damals hatte ich natürlich schon das Problem, dass ich halt viel, viel jünger war und dann kriegt man da natürlich oft gesagt, ja, du bist noch so jung und du gehst noch in die Schule. Wann hast du denn zum ersten Mal bewusst gemerkt als Kind, ich bin jetzt anders als die anderen? Das hat irgendwie, wann war das? Das war eigentlich so mit 13 ungefähr hat das angefangen, wo ich halt auch angefangen habe, schon mich um meinen Weg zu kümmern und halt auch einen Karriereweg irgendwie einzuschreiten und auch aus der Kunst einfach was zu machen. Ja. Und das war mir halt unheimlich wichtig, schon sehr früh. Ich wusste sehr früh, was ich machen möchte. Und dann habe ich halt auch schnell angefangen, mich da ins Zeug zu legen und auch mit gewissen Leuten dann zu sprechen, um voranzukommen. Und da habe ich halt einfach in der Zeit gemerkt, dass es andere in meinem Alter so irgendwie nicht verfolgen, in jeglicher Art nicht verfolgen, weil sie haben zwar schon ihre Vorstellungen im Leben und wissen auch, was sie machen wollen. Es gibt ja viele Berufswege, obwohl ich mittlerweile das Gefühl habe, es gibt nur noch International Management und Kommunikationsmanagement als Studienweg. Sonst irgendwas anderes gibt es ja sonst nicht mehr, habe ich das Gefühl. Aber ja, ich wollte halt irgendwie schon immer was Spezielleres machen und da habe ich dann halt auch einfach ehrgeizig dran geglaubt und wollte den Traum auch immer weiter erfüllen und verfolgen, weil Träumen kann man immer fühlen. Es gibt viele Menschen, die da draußen sagen, ja, ich möchte das machen und ich möchte unbedingt das erreichen und später irgendwie an der Spitze von
da und da stehen und nur ist dann denke ich mir aber. Ja, das klassische System ist ja nicht für Träumer und Idealisten aufgebaut, oder? Nee, auf gar keinen Fall. Und ich habe mir halt aber immer gedacht, ja, wenn aber so viele andere diesen klassischen Weg gehen möchten, dann möchte ich ihn gerade nicht gehen. Weil ich will nicht einer von vielen sein oder etwas machen, was jeder auf der Welt, jetzt sage ich mal, also jeder, der jetzt nicht so viel, wie soll ich das beschreiben? Also ich wollte halt irgendwie immer was anderes machen, wo ich auch mich selber verwirklichen kann, mir selber treu bleiben kann und mich nicht verstellen muss. Das war mir halt immer unheimlich wichtig. Ja, und wann hast du den ersten Kontakt zu Kunst bekommen? Also ich erinnere mich zum Beispiel an der Grundschule, fängt das ja schon an, es gibt ja Kunstunterricht. Wann hast du das erste Mal angefangen damit und wann haben vielleicht andere gemerkt, da ist mehr als bei den anderen? Also im Kunstunterricht habe ich ja nie das gemalt, was man von mir verlangt hat. Ich habe nie die Aufgabenstellungen befolgt. Ich habe immer so Figuren und Masken und Gesichter und so weiter gemalt und Situationen aus dem Leben oder auch teilweise im Kunstunterricht habe ich dann so eine Situation von, sag jetzt mal, ja, dadurch, dass ich immer hinten im Klassenzimmer gesessen habe, habe ich dann vielleicht welche in der vordersten Reihe dann abgemalt oder so und so eine Szenerie einfach gemalt, ohne dass ich den Leuten das aber gezeigt habe. Ich habe es so für mich gemalt und vielleicht so meine Sitznachbarn ein bisschen gesehen. Aber ich habe nie gute Noten dafür bekommen, weil es halt, wie gesagt, nie die Aufgabenstellung war. Und super spannend. Und sonst habe ich halt auch so mit 10 Jahren und so, also für mich war ja schon ganz früh klar, Figuren, Gesichter, Silhouetten, Profile, so das Ganze, auch Charaktere, verschiedene Mimiken, Gestiken, so von Leuten in einer Beziehung, außerhalb von einer Beziehung. Das ist ja so dieses ganze Thema, was ich ja auch verfolge in der Kunst und was ich ja sozusagen darstelle. Und das hat dann auch so angefangen, als ich 10 Jahre alt war ungefähr. Und dann mich einfach darauf fokussiert habe und dann diesen Stil auch weiter verfolgen wollte und wollte auch einfach nichts anderes machen. So, ja. Und da habe ich mich halt wiedergefunden und das dann auch weiter verfeinert. Ja, und ich habe dann auch in einem Interview gehört, deine Eltern, die haben das von Anfang an sehr unterstützt. Da hast du, ich sage jetzt mal ganz frech, ja Glück gehabt, ne? Es hätte ja auch sein können, dass deine Eltern oder dass du in ein Elternhaus kommst, die versuchen, dich irgendwo reinzupressen. Der muss aber Arzt werden oder Anwalt, weil der Papa macht das und das. Genau, richtig. Also das stimmt absolut. Ich habe da meinen Eltern wirklich viel zu verdanken. Ich meine, es lag halt einfach in der Vergangenheit an Kleinigkeiten. Ich sag mal, 2013 hatte ich die erste Ausstellung in München. Da war ich 15 Jahre alt und da hatte ich meine, wenn man überlegt, ich hatte noch nicht mal die Möglichkeit, ein Auto zu fahren. Wie sollte ich die Bilder mit einem Transporter nach München bekommen? Hm. Und das Geld für eine Spedition hatte ich auch nicht damals. So, das war meine erste Ausstellung. Und ich glaube, da habe ich irgendwie 40 Bilder ausgestellt und 5 wurden verkauft und 3 davon an Familienmitglieder. Das war sozusagen. Genau, die helfen dann noch mit, ne? Die Familie. Ja, genau, richtig. Das war so die Anfänge der allerersten Ausstellung. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und meine Eltern haben dann halt sich auch um den Transport gekümmert, auch zu der Ausstellung nach London haben meine Eltern sich halt drum gekümmert, haben das auch mit den ich bin halt damals durch einen Traum aufgewacht, wo ich dann nach London geflogen bin mit meinem Vater, habe dann 3 Tage Schule geschwänzt, weil ich halt einen Traum hatte, um eine Ausstellung in London zu haben. Wow. Und ich wollte nicht, dass es nur ein Traum bleibt. Und ich bin dann mitten in der Nacht zu meinem Vater gegangen und habe ihm gesagt, hör mal zu, wir müssen unbedingt nach London fliegen. Der meinte, Leon, wie nach London? Also du kannst mich doch jetzt hier nicht mitten in der Nacht einfach so wecken und sagen, dass wir nach London fliegen müssen. Ich so, ja doch, ich hatte einen Traum und ich möchte nicht, dass es nur ein Traum bleibt und ich möchte definitiv, dass wir nach London fliegen und da eine Ausstellung organisieren in einer Galerie, weil so an irgendeinem Platz Bilder hinhängen und das Ausstellungen nennen, das kann jeder. Also schon wirklich was Hand und Fuß hat und in einer angesehenen Galerie. Und dann sind wir da hingefahren durch einen alten Kontakt, den ich damals kennengelernt habe. Der hat so einen Designer Haute Couture Vintage Store gehabt und der hatte einen Freund, der Galerist war. Er konnte sich gar nicht mehr, also kaum noch an mich erinnern, dann als er mich gesehen hat, schon wieder. Wir haben die ganze Zeit gesprochen, wirklich 2 schöne Abende verbracht. Und dann hat er mir den Galeristen vorgestellt und man hat direkt gemerkt, es passt.
und haben uns dann noch zweimal getroffen, die auch schon gesprochen. Dann hatte ich auch meine erste Ausstellung in London. Auch da haben meine Eltern mitgeholfen und natürlich auch das dann auch, obwohl, nee, das waren die Zeit, da habe ich eigentlich alles noch selber gemacht. Da, nee, da habe ich noch, da habe ich viel selber gemacht. Meine Eltern Ja. haben mir bei den Sachen viel geholfen, was jetzt aber so mit Absprachen und mit den Galerien und so anging. Das habe ich dann mit meinem Vater dann zusammen gemacht. So, Du und hast gerade von diesem Traum gesprochen, ne, den du hattest. ja. An was glaubst du? Woher kommt sowas? Also, ich weiß, es ist eine große Frage, aber es hat ja in dir ausgelöst, dass das jetzt passieren muss. Weil die meisten Menschen sagen, Träume sind Schäume. Und du wächst deinen Vater auf und sagst, ich habe einen inneren Drang, ich habe einen Traum gehabt, ich muss dahin. An was glaubst du? Genau, ja, ich glaube halt einfach an die Philosophie machen und nicht labern. Das war bei mir schon immer so. Also in dem Moment, wo man an etwas denkt, es vielleicht zu tun, das ist schon der Moment, wo man anfangen sollte, es zu machen. So, weil sonst kann es vielleicht passieren, dass man im nächsten Moment den Blitzgedanken hat, nee, vielleicht ist doch nichts zu tun. So, und dann ist vielleicht etwas, wo man sich kurz ausprobieren konnte, wo man sich selber kurz irgendwie erfinden, neu erfinden konnte, auch wenn es nur ein ganz kurzer Moment ist. Einfach machen. Auch wenn es nur ganz kurz ist. Machen. Man weiß nie, was daraus entsteht. Man weiß nie, was da für irgendwie vielleicht für Gefühle hervorkommen, weil es einem Spaß macht, oder ob sich eine weitere Idee aus einer Situation, ob es daraus entsteht, das weiß man vorher nicht. Ja, So, jetzt. und das habe ich halt schon immer so gemacht. Ja, ist mega. Ist Und genau halt. das, was ich auch immer sage. Jetzt gibt es ja diesen Punkt, wo du bist begeistert von dem, was du tust. Du hast deine Eltern angesteckt, die finden das auch toll. Jetzt bist du aber der Sohn. Also Eltern finden oft toll, was Kinder machen. Wann kam zum ersten Mal jemand von außen, der gesagt hat, das ist genial? Das war schon relativ früh, weil ich halt ein sehr extrovertierter Mensch war, der viel auf andere auch zugegangen ist und habe in der Anfangszeit viel den Leuten von meiner Kunst erzählt und auch meine Kunst gezeigt. Und weil ich halt immer der Meinung war, es passiert nicht, dass man entdeckt wird. Also man muss für sein Glück kämpfen und man muss auch dafür arbeiten, dass man von jemandem entdeckt wird oder auch gefördert wird. Die Leute kommen nicht so auf einen zu selber. Und das habe ich halt da immer irgendwie verfolgt und habe dann den Leuten davon von mir und meiner Kunst erzählt. Und dann habe ich halt viel Meinungen von anderen Leuten gehört oder auch teilweise Leute, die gesagt haben, hey, ich kenne da jemanden, der könnte dir vielleicht weiterhelfen, der findet das bestimmt gut. Das trifft seinen Geschmack. So, und dann ist man halt auch weitergekommen dadurch. Und ich habe mir halt viele Meinungen dann auch in dieser Zeit dann anhören dürfen. Natürlich negative und positive. Es gibt halt Meinungen, die sind halt überhaupt nicht relevant. Die sind halt einfach irgendwie ja böswillig oder einfach nur durch Neid getrieben. Das merkt man halt auch relativ schnell. Das sind halt Meinungen, die nicht gerade relevant sind. Aber wenn es jetzt wirklich konstruktive Meinungen sind, wo ich auch was mit anfangen kann und wo ich die Leute auch verstehen kann, weil die halt einfach ja meistens älter sind als ich und aus Erfahrung sprechen, wo ich mir einfach dachte, ich kann von denen ja noch was lernen. Verstanden. Und genau, das war halt immer so Das heißt aber, meine Philosophie. übersetzt, du musst so gut werden, dass du gesehen wirst, aber dann auch darüber reden und es zeigen. Es bringt nichts, das zurückzuhalten, sondern du bist damit rumgegangen und hast gesagt, schau mal hier, also du hast schon früh Marketing gemacht oder verstanden. Ja, genau, richtig. Also ich denke mal so, es gibt bestimmt noch tausend andere, Millionen andere Künstler, die besser malen als ich. Klar. Aber es gibt wenige, die erstens diesen Stil so malen wie ich, weil ich ihn sonst nirgends, ich bin ganz ehrlich, ich habe ihn auch auf den Messen, habe ich meinen Stil noch nirgendwo in dieser Art gesehen. Und was natürlich auch dazu kommt, ist, man muss halt für sein Glück, wie ich das eben schon kurz erklärt habe, kämpfen, weil man halt, ja, nicht davon ausgehen sollte, dass man einfach ja so entdeckt wird. Und man muss natürlich ja die Kunst an den Mann bringen, weil es gibt viele, die gut malen können, aber wenn es keiner sieht oder man als Künstler nur in seinem Kabuff hockt und nicht rauskommt und scheu ist, mit der Kunst an den Mann zu gelangen, dann bringt das, also das bringt vielleicht was für einen Spaß, klar. Und die Leute haben bestimmt auch Spaß daran zu malen und so. Aber wenn man, und das ist ja auch alles legitim und auch in Ordnung.
Aber wenn man die, wenn man davon träumt, davon leben zu können irgendwann, oder dass man auch angesehen wird oder Anerkennung von den Leuten geschenkt bekommt als Künstler, oder irgendwann in einem Museum oder in Top-Galerien hängen möchte, dann muss man natürlich auch mit der Kunst rausgehen und die versuchen zu zeigen, zu präsentieren. Ja. Genau, und in die richtigen Kanäle auch reinzubekommen, in die richtigen Sammlungen, zu den richtigen Galeristen. Und apropos davon leben können, du hast ja schon ziemlich früh damit begonnen, auch deine Bilder zu verkaufen. Es gibt also diese Geschichte mit dem Italiener bei euch in der Stadt, oder? Ja. Kannst du die mal kurz erzählen, genau, weil die finde ich so genial. Ja, das war, wann war das? Oh, das war, ich glaube, da war ich... Ja, da war ich auch 12 oder 13 Jahre, glaube ich. Da habe ich so angefangen zu malen. Und also auf größeren Leinwänden auch zu malen, ehrlich eher gesagt. Und das war dann eine Pizzeria damals im Dorf. Die sah ein bisschen kahl aus. Und dann habe ich gedacht, guck mal, ich bring da ja was auf die Leinwand. Du hast ein etwas schales Restaurant. Was hältst du davon, wenn ich meine Bilder hier mal präsentieren dürfte? Ja. Und da hat er gesagt, ja, das finde ich eine gute Idee. Mir gefallen deine Sachen auch, obwohl damals haben die Bilder noch ganz anders ausgesehen als heute. Ja. Und ist ja klar, ist ja auch schon Jahre her. Und ja, dann haben 7 Bilder in der Pizzeria gehangen. Aber was ich dazu sagen muss, ist, ich habe die Bilder seit 2 Jahren nicht mehr in dem Restaurant gesehen. Ich weiß nicht, ob die abgehangen wurden oder weggeschlossen oder geklaut wurden, keine Ahnung. Vielleicht hat er die verkauft für ein Vermögen. Das kann natürlich auch sein, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Das ist ja nicht das, was ein Künstler irgendwie, also das Anliegen von einem Künstler sein sollte. Nee, dass die Bilder auch schnell wieder verkauft werden. Das wäre blöd, aber kann man leider manchmal nicht verhindern. Genau, und ich merke auch, ich habe das letztlich mal gesehen, ich folge dir auch bei Instagram, das ist schon auch ein sensibles Thema bei dir, ne? Dass jetzt anfangen oder dass jetzt Menschen damit beginnen, mit deiner Kunst, also mit deinem Leben, mit deinem Lebenswerk, Geschäfte zu machen. Wie ist denn das für dich, dass du jetzt merkst, du wirst so zu einer Cash-Maschine für andere? Also das ist ja ein Prozess, der ist ja, kann ja auch emotional sehr anstrengend sein, ne? Ja, absolut, klar. Das ist nicht gerade schön für einen Künstler, weil man natürlich schon möchte, dass die Kunst anders wertgeschätzt wird. Ich sag mal so, die Beispiele, die man jetzt auf eBay sieht oder auf oder bei anderen unseriösen Galerien, die Drucke von oder Lithografien von mir verkaufen wollen, da sagen wir halt immer ganz klar, das ist nicht die seriöse Art, so, das ist auch nicht das, womit wir uns identifizieren, wer wirklich seriöse Angebote und auf die Warteliste aufgenommen werden möchte und einfach wissen möchte, wie wie es ehrlich funktioniert, ne? Ja, genau, richtig. Und was wirklich die Kunst und Leon Löwentraut bedeutet und dieses ganze Phänomen und was dahinter steckt, wer das wirklich kennenlernen möchte, sollte sich mit uns als Familie oder mit den Galerien, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, ob das jetzt in Düsseldorf ist, in New York oder in Mallorca oder auch jetzt in Kopenhagen oder Zürich, die Galerien, die jetzt dieses Jahr dazukommen, ist, da kriegen sie ordentliche Auskünfte und auch wie man an Kunst gelangen kann. Die Leute, die Cash einfach machen wollen mit mir, denen wird relativ schnell ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil dafür ist meine Kunst einfach nicht geschaffen. Ich möchte, dass die Kunst an Leute kommt, die sich damit identifizieren und auch sich jeden Tag neu erfreuen an der Kunst und sagen einfach, wie schön sie die finden, an jeden Morgen aufstehen, an der Kunst vorbeigehen und sagen, wow, es macht wieder so Bock, das Bild anzuschauen. Mhm. Ich starte schon viel schöner in den Tag. Mhm. So, du kennst das vielleicht, ja? Du hast ja Kunst zu Hause von mir. Ja. Und genau sowas ist das ja, was ich halt auch schätze und was ich halt auch mit der Kunst bewirken möchte. Ja. Und deswegen, aus dem Grund haben wir halt auch einfach, weil die natürlich ein bisschen gegen den Strom schwimmen und Geld damit machen möchten, ist ein ganz kleiner Bruchteil. Ja. Ich meine, sind wirklich nicht viele Leute, wenn man überlegt, ja, die halt wirklich Kunst kaufen, weil es ihnen gefällt und weil sie hinterstehen, aus innerer Überzeugung, das sind die Leute,
die jetzt nicht gerade in die Öffentlichkeit treten oder die jetzt irgendwo bei Facebook oder Instagram genau. oder eBay zu sehen sind, die haben die Kunst zu Hause hängen und sind glücklich. Genau. Und das sind noch viel, viel mehr. Bedeutung, ne? Das bedeutet... Genau, richtig. Genau, richtig. Für die hat das Bedeutung und die wertschätzen das absolut. Ja. Und die anderen, die... Ja, um natürlich auch den Leuten, die es wirklich ernst meinen, jetzt nicht irgendwie was vorzugaukeln oder zu sagen, ja, wo es halt auch noch hingeht mit der Kunst und ja, halt auch mit der Karriere. Da, ja. Deswegen machen wir halt Verträge, wo die anderen sich 3 Jahre verpflichten müssen, die Bilder nicht weiter zu verkaufen, weil... Fand ich ganz spannend, damit, ja. Ja, wir haben so einen Vertrag bekommen und das habe ich gedacht, ach, guck mal, der meint das wirklich, die meinen das richtig ernst. Das finde ich, also ich finde es mega. Genau, richtig, weil wir halt einfach das unterbinden wollen, dass so ein Sekundärmarkt geschaffen wird, wo Schindluder mit meiner Kunst getrieben wird. Weil sowas passiert in der Kunst relativ schnell und einfach dagegen zu steuern und es nicht zuzulassen, haben wir diese Verträge einfach veranlasst, damit man dieses kommerzielle verhindert, weil ich meine, viele Leute reden ja davon, dass ich zu kommerziell wäre in der Öffentlichkeit. Aber das ist ja das Zeichen dafür, dass es halt einfach die genaue entgegengesetzte Richtung ist. Klar. Dass wir halt einfach gegen das Kommerzielle steuern und das nicht unser Ziel ist. Ja, wenn wir da jetzt mal einen kleinen Schwenk machen, Öffentlichkeit. Also erstmal, wenn wir noch einmal in die Vergangenheit zurückzoomen, du hast dich ja auch bei der Kunsthochschule oder Kunstakademie in Düsseldorf beworben, richtig? Ja, genau. Und also das ist, da muss sich jetzt, glaube ich, jeder hier mal zurücklehnen im Auto oder wenn ihr das im Flugzeug hört oder so. Was ist da mit dir passiert? Also was, du hast dich beworben und dann? Ja, ich habe mich beworben, weil natürlich auch viele irgendwie der Meinung waren, eine Kunstakademie sollte schon in der Karrierelaufbahn eines Künstlers vorhanden sein. Ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich finde, dass Kunst aus einem selber herauskommt und man Kreativität und Inspiration nicht lernen kann. Man kann halt Handwerk lernen, da bin ich schon für. Mhm. Das ist auch mein Ziel. Ich möchte auch irgendwann noch weiter das Handwerkliche erlernen und mich da weiterbilden. Aber die Kunst an sich und die Kreativität und die Vorstellungskraft, die kann man nicht lernen. Die hat man in sich drin oder nicht. Ja. Und deswegen war ich dann auch, jetzt kommen wir zum Punkt, ich wurde ja abgelehnt. Ja, und, das müssen wir mal kurz setzen lassen. Und ich weiß, du wirst es nicht sagen, dann sag ich es. Ein Original von dir, ein Unikat, kostet Zehntausende von Euro. Menschen reißen sich darum. Lithografien kosten auch so viel wie ein Auto. Und die Kunstakademie sagt, nö. Den nehmen wir nicht. Also, das unterstützen wir nicht. Ja, aber da muss, also bin ich da jetzt falsch oder ist da irgendwas faul? Also am System. Nee, ich glaube, du bist da nicht falsch. Ich glaube, da ist am System irgendwas falsch, weil es natürlich einfach nicht passen würde. Ne? Ich meine, Schule frühzeitig beendet, weil man seine Passion oder seine... Was heißt frühzeitig beendet? Hast du abgebrochen oder was hast du gemacht? Ja, ich würde sagen, ich habe die Schule nach der 11. Klasse verlassen. Ich würde aber nicht sagen, dass ich die Schule abgebrochen habe, sondern eher sagen, dass ich meine Berufung früher gefunden habe. Verstanden. Und das ist halt einfach der Grund, warum ich halt auch früher darunter gegangen bin. Deswegen habe ich ja kein Abitur, was ich jetzt aber auch nicht als sonderlich schlimm empfinde, wenn ich mir teilweise andere angucke, die Abitur haben und heute, was sie für einen Job machen oder so, da denke ich mir, ist der Abitur manchmal so sinnvoll oder soll man halt einfach dafür arbeiten, wofür man träumt und wofür man irgendwie lebt? Da finde ich, hat man auf Dauer mehr von. Und dann habe ich mich beworben, wurde nicht angenommen. Wäre ja auch zu schön, wenn es so einfach gegangen wäre. Aber letztendlich war ich eigentlich froh, dass ich nicht angenommen wurde. Und, aber was hat das denn in dem Moment mit dir gemacht? Also du warst ja schon aufstrebend. Ich sag mal, du hast auch Feedback von außen bekommen. Ich stelle mir schon vor, also nach außen kann man dann sagen, ja, hat gar nichts mit mir gemacht. Aber gab es nicht in dem Moment sowas wie, seht ihr nicht, was hier abgeht? Ja, klar, das habe ich mich oft gefragt. Also genau den Satz habe ich mich oft gefragt. Warum lehnt ihr mich ab? Warum gibt es irgendwie, warum...
sagt ihr jetzt irgendwie, warum seid ihr jetzt so anti vielleicht auch kurz von der Akademie, obwohl ihr seht, wie sehr die Leute auf meine Kunst stehen, wie sehr sie Gefallen daran finden, wie sehr sie auf, zu den Ausstellungen hinstürmen und dass pilgern. Die Ausstellungen auch genau pilgern, aus anderen Ländern eingeflogen kommen. Und ja, die Ausstellungen samt Edition von der 30er oder 50er Auflage komplett ausverkauft ist innerhalb von wenigen Minuten. Und das ist ja, ja vielleicht nicht, genau deshalb. Vielleicht genau deshalb. Vielleicht ist er auch so ein gewisser Neidfaktor, aber oder was ich auch ja, das Problem ist halt, ich glaube, dass die Akademie natürlich ja von sich aus sagen möchte, dass ich alles da gelernt habe. Ich müsste natürlich schon so sein, dass ich mal mit Kunst in Berührung gekommen bin. Klar, sonst wäre ich nicht auf die Idee gekommen, Kunst zu studieren, aber nach denen muss ich alles in meinem ganzen Leben nur an der Akademie gelernt haben, sozusagen alles wird aus dem Gehirn gelöscht und jetzt lernst du alles von der Akademie und wenn du hier runter gehst, kannst du dich auch nur sagen, dass du von der Akademie kommst und dann wirst du auch irgendwie respektvoll behandelt im Markt. Das hast du ja alles schon vorher quasi, ne? Also du hast das ja schon. Genau, richtig. Und für mich war es halt einfach, das ist ja für mich immer das immer noch das Verblüffende, dass so viel drum geredet wird und so viel spekuliert wird und ja, viel natürlich auch über meinen Weg gesprochen wird, wie das auch sein kann und wie das funktioniert und so weiter. Und ich mir gleichzeitig im nächsten Moment einfach nur denke, das ist ja lustig, dass es funktionieren kann, wenn man einfach nur das tut, was man tun möchte. Weil ich wollte in meinem Leben nichts anderes als einfach nur zu malen. Dass ich heute davon leben kann und dass es auch irgendwo funktioniert hat, da bin ich einfach froh drüber. Aber ich finde, das sollte man dann einfach auch so stehen lassen. Und da ist jemand, der malt gerne, das ist schön, lass ihn weiter malen. So, warum und mit welchem Recht vor allen Dingen sollte es Leute geben, die mir verbieten wollen zu malen? Mit welchem Recht? Gehe ich zu denen und wollte denen irgendwas verbieten, dass die nicht arbeiten dürfen oder irgendwas? Oder mit welchem Recht bilden sie sich eine Meinung über mich, obwohl sie mich persönlich überhaupt nicht kennen? Ja, sie sind halt in ihrem System gefangen, ne? Ich hatte das ja wahrscheinlich im Vorfeld gehört, ich bin ja Speaker. Kennst du die Serie Black Mirror? Ja, kenne ich, ja. Bei Netflix? Ja, kenne ich. Die kann ich jedem nur ans Herz legen, weil da werden richtig gesellschaftliche, einige kennen sie vielleicht auch schon, aber da werden richtige gesellschaftliche Probleme, Konflikte und Themen, die uns gerade in der Zukunft auch durch die Digitalisierung und so weiter unheimlich beschäftigen und auch belasten werden. Ja. Und das ist wirklich eine Serie, wo man auch so mit Neid und das Ganze und wie sich das entwickeln wird und Missgunst und System. System ist da, später kennt es ja, eine ganz, ganz große Rolle in dieser Serie. Das kann ich nur empfehlen. Da kriegt man vielleicht mal so eine andere Sicht auf viele Dinge. Ja, und du hast gerade halt gesagt, lass mich einfach malen. Bei mir war es halt, lass mich einfach reden. Wo soll ich, in welchem Amt soll ich gehen, um zu fragen, kann ich Riesenveranstaltungen machen, um Menschen zu inspirieren? Es gibt kein Amt dafür. Ja, gibt es? Nee, gibt's nicht, Gott sei Dank. Das wollte ich gerade sagen, das hätte mich nämlich gewundert. Nee, aber das System hätte gerne eins, weil alle fragen immer, ja, wo ist denn... Wo lernt man denn das? Also das kommt halt von innen nach außen. Sag mal, jetzt gab es vor kurzem so einen Spiegelartikel. Den habe ich gelesen. Da war ich auf einem Flug, hab den Spiegel gesehen. Jetzt gibt es zwei Seiten der Medaille. Du kannst jetzt sagen, geil, in meinem Alter, also ich kenne niemanden, also keinen Künstler in deinem Alter, der einen vierseitigen Spiegelartikel bekommt. Und da stand ja auch eine ganze Menge drin, was erstmal positiv war, dass der Markt dich wahrnimmt, aber da war so ein riesen Fragezeichen in diesem Artikel. Wie kann das sein? Also, wie kann das sein? Und was sagen denn die anderen Künstler über ihn? Und das finde ich zwei spannende Fragen an dich. Was sagen die großen Kollegen? Und wie reagieren jetzt die Medien? Weil du kannst ja jetzt nicht mehr ignoriert werden. Dafür ist es ja zu groß. Ja. Ja, genau, also es ist halt einfach, es gibt halt verschiedene Arten von Journalismus. So, und es gibt einmal die Journalisten, die ganz sachlich von außen schreiben
und von außen auch betrachten. Und es gibt die Journalisten, die einfach ihre subjektive Meinung als negative Vermutungen veräußern. So, und diese zwei Wege sind unheimlich unterschiedlich und hat auch was damit zu tun, welche persönliche Einstellung man zu dem hat, was man gerade recherchiert oder interviewt oder wie auch immer. Und das ist halt genau das, was dann eingetreten ist. Da hat mich jemand nicht gemocht, so, und es ist natürlich schon, also ich sag mal so, an sich müssen wir einfach mal festhalten, 4 Seiten im Spiegel ist Bombe. Welcher 20-Jährige hat das mit seiner Kunst erreicht, in einem der, wenn nicht sogar das größte Blatt überhaupt, der Spiegel, was gut instituierte Leute einfach auch lesen. So, da 4 Seiten. Bin ich stolz drüber, wenn alles so schlecht wäre und wenn es ja so uninteressant und so unspektakulär wäre, was ich mache, dann würde ich da auch nicht drin sitzen. Genau, dann wird niemand berichten. Ich sag ganz ehrlich, das ist ja jetzt auch schon einige Zeit her, wo der Artikel kam und ich über die 4 Seiten, ich weiß auch nicht mehr, was da alles drin stand, aber worauf ich stolz bin, was im Artikel einfach ganz klar wird, ist, dass mittlerweile die Anerkennung geschaffen wurde und auch die Leute verstehen und sich auch auf was Neues einlassen, und zwar auf den neuen Weg, dass man halt auch Kunst einfach anders an die Menschen bringen kann. Ich sage jetzt mal ganz krass gesprochen, Kunst, also natürlich bin ich in Galerien und in Museen, aber ich sage jetzt mal den Satz, Kunst außerhalb, also aus den Museen bringen, an die Leute heran. So, und nicht nur für Museumsgänger zugänglich machen und Leute, die nur für Kultur oder viel Interesse für Kultur haben, sondern einfach für jeden zugänglich machen und ins Leben mit integrieren. Und das habe ich einfach mit der Kunst geschafft. Ich habe so viele Leute mit der Kunst erreicht. Und das ist halt einfach etwas, was mich unheimlich glücklich macht. Und was immer mein Ziel war und was in diesem Artikel auch so deutlich wird, dass es auch andere Wege gibt außerhalb des Systems. Ja, jetzt jetzt sage ich auch mal was, ich habe das so rein interpretiert, als ich gelesen habe, musste ich ein bisschen lächeln, da äußern sich ja jetzt irgendwelche Kunstexperten und da war ja auch so eine Aussage, das wird wieder zusammenbrechen, Eintagsfliege, kann nicht funktionieren. Jetzt stelle ich mir vor, so ein Experte, den habe ich dann übrigens gegoogelt, habe mir den Experten mal angeguckt und sage jetzt mal ganz frech, der Experte hat noch niemals ein Bild zu so einem Preis, wie du aufrufen kannst, verkauft und B, hing auch noch niemals mit so einem Andrang in eine Galerie. Da kann man sich doch über das Thema Experten auch mal austauschen, oder? Also ja, genau, richtig, absolut. Da, ich finde, da könnte man sich sehr gut drüber austauschen, weil ich finde, auch mit welchem Recht sagen die sowas? Kennen die meinen Werdegang? Kennen die mich als Person? Oder kennen die mich, sind die jeden Tag bei mir zu Hause und wissen, wie es funktioniert? Nein, sind sie nicht. Mit welchem Recht können sie sich auch da wieder eine Meinung bilden? Mhm. Es sind Kunstkritiker, die haben verschiedene kritische Meinungen zu etwas. Aber zu sagen, es würde zusammenbrechen und Eintagsfliege, ich meine, Eintagsfliege ist Pokémon Go oder hier oder irgendwie sowas, wo 2 Monate lang wirklich alle in die Stadt rennen und unbedingt hier ihre Pokémons fangen wollen. Ja. Das macht heute kein Mensch mehr. Da weiß teilweise keiner mehr, was das überhaupt noch war. Hm. Bei mir ist das mit der Kunst jetzt seit vor 7 Jahren hatte ich meine erste Ausstellung und vor 4 Jahren hat es so richtig angefangen, wo halt jeder was davon mitbekommen hat und das hat einfach nicht aufgehört. So, und warum sollte da irgendwas zusammenbrechen? Mhm. Weil ich mache doch immer nur das Gleiche, ich mal doch einfach nur. Und was ich auch mal ganz klar sagen muss, auch wer von uns bestimmt eigentlich, was Kunst ist, was wirklich Kunst ist, was Bestand hat und was gefallen hat, das bestimmen die Nachkommen von uns. Ja, das bestimmen Markt. Die Menschen, der Markt bestimmt das und das bestimmen die Menschen, die in 200-300 Jahren nach uns auf der Welt sind, wo die Kunst immer noch besteht, weil die Kunst wird immer bestehen und dann entscheiden diese Menschen,
in ein paar Jahrhunderten, ob das immer noch Kunst ist oder nicht, oder ob das mittlerweile erlöschen ist. Nur die bezeichnen, was Kunst ist und was nicht. Würde ich 100% so unterschreiben. Was ist denn für dich Kunst? Weil hier, viele hören hier zu, für die ist Kunst halt, die beschäftigen sich sonst nicht so damit. Was ist das, wenn du es beschreibst? Ja, Kunst ist auf jeden Fall, ich finde, man sollte schon aufpassen, was man als Kunst bezeichnet und was nicht, weil es natürlich auch viele subjektive Meinungen gibt und Kunst ist einfach subjektiv. Was mir jetzt gefällt, könnte dir vielleicht nicht gefallen, oder was dir gefällt, könnte mir vielleicht nicht gefallen. So, und das kommt so oft vor in der Kunst. So, und warum sollte man dann auch irgendwie vielleicht sagen, das ist Kunst und das nicht? Ich meine, es gibt doch so viel. Warum sollte man Julian Schnabel mit Jeff Koons vergleichen? Oder warum sollte man einen Franz Klein mit Tony Craig vergleichen? Das ist halt, finde ich, auch total unterschiedlich in der Kunst an sich, um dann eine offizielle Meinung über einen Künstler und sein Lebenswerk zu schaffen. Also man sollte es immer so sehen, wie man es subjektiv selber empfindet. Ja. Bist du Teil der Kunst? Also, weil das ist ja der zweite Teil dieses Spiegelartikels, wo so ein bisschen der Vorwurf, wo so ein bisschen mitschwingt, der vermarktet sich ja echt clever. Ich liebe clevere Vermarktung, weil wenn wir es nicht machen, sind wir ja dämlich, finde ich. Du fährst da, keine Ahnung, mit einem Cabrio vor oder mit einem Mantel, der extravagant ist. Also ich stelle mir die Frage, warum solltest du es nicht tun? Aber warum sagen dann Journalisten, das ist irgendwie anders als sonst? Also es auch wieder, nimmt sich jemand das Recht, dir zu sagen, wie du dahin fährst? Ja, genau, das ist halt auch wieder so eine Sache. Ich finde halt ganz ehrlich, ich meine, in der Musikbranche, in der Schauspielbranche und so weiter und so fort, da wird ein Entertainment gemacht, bei Filmpremieren, bei Konzerten, Feuerwerk und laute Musik und Rambazamba und richtig, dass man aber mal volle Kanone abgeht. So, die Kunst, das Kreativste an sich, warum soll ich das langweilig gestalten? Kann ich meinen Gästen nicht, die sich auch die Mühe machen, aus anderen Ländern zu den Ausstellungen geflogen zu kommen, die, weiß ich nicht, dahin pilgern, die wollen natürlich auch was erleben, natürlich wollen sie die Kunst sehen. Soll ich da ein bisschen Flying Food, ein Glas Weißwein, ein bisschen Smalltalk und dann eine halbe Stunde hat sich die Veranstaltung? Nee, das bist nicht du, ne? Das bin nicht ich, das bin nicht ich und das ist auch nicht das, was ich verfolge und auch nicht irgendwie finde, meinen Gästen so zurückgeben möchte. Die sollen schon so ein Event-Feeling haben und auch sich wohlfühlen und sagen, wow, was war das denn für eine geile Show, für eine geile Inszenierung. Das gehört natürlich dazu. Wenn ich dann mit einem Oldtimer angefahren komme oder mit einer Kutsche und da ist ein roter Teppich oder ich komme immer mit einem Zweireiher oder dann mit diesem verrückten Mantel auf Mallorca, dann ist das so, weil es halt auch einfach Showtime ist und ich stolz bin, meine neue Ausstellung zu präsentieren und die Leute sagen, ja, geil, genau sowas ist das, was ich mir immer gewünscht habe. Es ist Action, man sieht andere gute Leute, es macht Spaß, Musik, es ist nicht langweilig, so, es macht richtig Bock, die haben gar keine Lust zu gehen. Deswegen dauert es ja teilweise ein, zwei, drei Stunden, bis die Leute zu den Ausstellungen auch erst reinkommen. Es dauert halt einfach lange, weil der Andrang so hoch ist und die Leute einfach das Gefühl haben sollen, ey, da freut sich jemand, dass wir gekommen sind, dass wir da sind, um seine Kunst zu betrachten. Ja. So, das ist einfach das, was ich in meinem Rahmen den Leuten mitgeben möchte. Genau. Ja. Du revolutionierst ja halt auch ein bisschen den Kunstmarkt und eigentlich demystifizierst du ihn auch, weil du ja einfach sagst, hey, ich bin wie das Bild. Das Bild ist bunt, das ist verrückt, das ist mein Leben und ich bin auch so. Warum sollte ich mich dann anders darstellen? Genau, so sehe ich das auch. Also das ist auch das, was ich verfolge. Ich bin absolut der gleichen Meinung und warum soll ich jetzt irgendwie introvertiert und zurückgezogen sein? Und das nicht, wenn du das gar nicht bist. Genau, wenn ich das nicht bin, weil diese Shows, die gehören dazu, das ist meins und auch wo ich ganz klar, wo sich auch die ganze Marke Leon Löwentraut sich irgendwo auch, was ein Teil davon ist. Weil die Ausstellungen sind ja sozusagen immer die Höhepunkte der Kunst, weil man da einfach sieht, was Neues geschaffen wurde,
in der letzten Schaffenszeit, wie sich die Bilder weiterentwickelt haben und was sich Neues getan hat, was man für neue Inspiration hat, was man für neue Ideen hat, vielleicht auch für neue Techniken, die sich weiterentwickelt haben. Ja, sag mal, ich finde es immer ganz wichtig, viele hier, die hier zuhören, die wollen ja ihr eigenes Ding machen, ne? Die haben Bock, was im Leben zu kreieren, die wollen vielleicht, keine Ahnung, Tischler werden, Arzt, Anwalt, vielleicht auch Künstler. Wie hat denn bei dir außerhalb der Familie dein Umfeld reagiert, als das größer geworden ist, als die gemerkt haben, da kommt jetzt Aufmerksamkeit, der verdient da Geld mit. Am Anfang ist es ja so, dass da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen Belächeln von anderen und jetzt bist du quasi der Star der Truppe. Wie war das für dich? Was hat das mit dir gemacht? Haben sich Menschen zugewandt, abgewandt? Was macht das mit dir? Also es gab natürlich am Anfang einige, die haben sich dann, wo die gemerkt haben, okay, da tut sich was, haben sich dann schon abgewandt ein bisschen, weil sie gemerkt haben, oh, vielleicht passe ich jetzt nicht mehr rein oder ich werde seinem Standard nicht gerecht, was ja totaler Bullshit ist, weil sowas irgendwie auch nicht sein sollte in einer Freundschaft, so sehe ich das. Dann gibt es andere, mit denen habe ich immer noch zu tun und mit denen bin ich noch ganz, ganz eng. Die kenne ich auch schon seit vielen Jahren und da hat sich nichts verändert, weil das ist einfach nicht interessant bei uns oder für die Freundschaft. Aber es gibt natürlich, also ich merke das schon, wenn ich irgendwo bin, so die Blicke oder wie die Leute dann auch reden. Oder ich komme irgendwo rein, wenn dann jemand auf mich zukommt oder fragt vielleicht auch mal nach einem Foto oder nach einem Autogramm oder so. Das ist alles kein Thema, aber... Ist okay für dich, wenn Menschen das machen? Ja, klar, auf jeden Fall. Also da habe ich überhaupt kein Problem mit. Das mache ich auch gerne. Ich merke aber schon, dass die Leute schon anders auf einen zugehen. Also sie sind dann schon teilweise etwas ehrfürchtiger oder zurückhaltender, wo ich denke, hey, seid doch einfach ganz normal, weil ich bin auch gar immer noch ganz normal. Ja. Und es hat sich bei mir nichts verändert, außer dass die Bilder größer geworden sind und die Ausstellungen ein bisschen größer geworden sind und die Kunst sich weiterentwickelt hat. Und wenn du jetzt, ich sag mal ganz frech, wenn du jetzt ein Mädel kennenlernst, ist es dir lieber, die kennt dich nicht? Weil ich kann mir vorstellen, ab einem Punkt kommt auch so ein Rad im Kopf, wo du denkst, was mag sie jetzt an mir? Weil ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass Rita und ich zu einem Zeitpunkt zusammengekommen sind, bevor das so groß war, weißt du? Sie kennt mich aus einer anderen Zeit. Wie ist das für dich? Also ich finde... Ich sag ganz ehrlich, ich habe gerade auch jemanden kennengelernt, so, wo ich echt dankbar war, dass sie mich nicht vorher kannte und meinte dann auch, oh, es tut mir auch total leid, dass ich dich nicht kannte. Habe ich gesagt, ey, du brauchst dich nicht dafür zu entschuldigen. Im Gegenteil, ich bin eher froh drüber, dass du mich nicht kanntest. Ja. So, und das war dann schon ganz gut, weil man halt auch auf anderen Ebenen sich unterhält und auch ganz anders miteinander irgendwie dann kommuniziert, weil man nicht die ganze Zeit im Hinterkopf was hat, wie sieht denn die nächste Woche aus, wo ist der unterwegs, kann ich da vielleicht mitkommen, was ich halt schon echt oft erlebt habe. Und das finde ich dann halt nicht ganz so cool und ich finde es halt immer am besten, wenn das Private oder wenn man jemanden kennenlernt oder man ist in einer Beziehung, wenn man das schon voneinander trennt. Ja. Klar, man weiß ja, was Sache ist, man weiß, was der andere tut, wie der Lebensablauf des anderen einfach ist. Das kennt man, das weiß man, aber solange es jetzt nicht irgendwie zum einzigen Gesprächsstoff wird, die Arbeit und der Beruf und alles, sondern sich auch auf die Beziehungen, auf den Menschen konzentriert und sich auf die andere Person einlässt und auch mal abschalten kann, irgendwo anders hinfährt und einfach mal, weiß ich, muss ja nicht weit weg sein, aber wenn es auch irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein Wellness-Hotel ist oder so, wo man einfach mal Abstand zu finden, ne? Genau, richtig. So, und das mit einer Person zu erleben, die man halt unheimlich gern hat, mit der man in einer glücklichen Beziehung ist. Ich finde, das ist unheimlich wichtig und auch unheimlich schön und das muss einfach sein, sonst funktioniert das andere auch oft nicht. Und apropos Beziehung, ihr seid ja jetzt ein Familienunternehmen, ne? Mama, Papa, du, wie kann ich mir das vorstellen? Also
Ich wünsche mir oft, meine Eltern würden quasi mitmachen in der Firma. Auf der anderen Seite sage ich mir, die haben ja auch so ihren Lebensberg zu besteigen. Wie ist es für dich? Ist das? Also für mich ist das unheimlich toll, weil ich weiß, es gibt keinen anderen, auf den ich mich mehr verlassen könnte, als auf meine Eltern. Das ist einfach Fakt. Und da kann ich jetzt auch mal 2 Wochen irgendwo hin, wenn ich halt mal reisen muss, um neue Inspiration zu kriegen. Und ich weiß, es läuft zu Hause. Da kenne ich andere Firmen, da läuft es oft teilweise nicht, weil man ja Mitarbeiter hat oder so, wo man sich vielleicht nicht immer so 100%ig drauf verlassen kann. Und das kann ich halt schon. Und das ist unheimlich viel wert. Ja. Und da bin ich auch wirklich dankbar für, dass das halt auch so ist. Und es funktioniert gut, da mein Vater ja das Management macht und sozusagen auch das Sprachrohr zwischen mir und den ganzen Galerien ist. Mhm. So ist das bei meinem Vater. Und meine Mutter das Büro und die Buchhaltung macht. Deswegen ist das halt optimal von der Arbeitsaufteilung. Ja, und ich bin dafür da, um die Kunst zu machen. Was heißt, ich bin dafür da. Meine Eltern sind Menschen in meinem Leben, denen ich vertraue und die mich unheimlich unterstützen. Und deswegen nehmen sie mir halt einen großen Teil ab, der auch bewerkstelligt werden muss. Ja, jetzt hast du gerade noch gesagt, Inspiration finden. Du reist gerne. Ich sehe das auch bei deinem Insta-Account. Du warst gerade in Marokko und machst halt geile Sachen. Ich glaube, jetzt können wir schon sagen, du bist sehr jung finanziell auch frei geworden oder auf sehr stabile Füße gekommen. Was macht das mit dir, dass du, was ist Geld für dich? Es ist ein Mittel zum Zweck. Es ist etwas, womit ich mir Lebensmittel kaufen kann, damit ich überlebe. Oder ein Bauernhof. Wo ich meine Leinwände oder meine Pinsel und die Farben einfach kaufen kann. Das ist Mittel zum Zweck. Ich meine, ich ziehe jetzt in einem Monat um. Ich wohne seit 2 Monaten in einem Haus, wo keine Möbel drin sind. Ich lebe hier gerade gefühlt nur von Cornflakes und Knäckebrot, bisschen Salami und Tiefkühlpizza. So, das war's gerade bei mir momentan. Und Zigaretten. Das war's halt wirklich momentan. Wenn das nicht hier die Autos weiter bemale, die kleinen. Und auf neue Leinwände warte, wo ich ja zum Glück heute Abend wieder welche neue bekomme. Und deswegen, also es ist halt, das wird vielleicht der ein oder andere wird sagen, ja, ist klar, das muss der sagen. Nein, das ist nicht so. Ich kann mit sehr, sehr wenig gut auskommen und brauche nicht viel zum Leben. Und dass das so geworden ist mit der Kunst, ja, da bin ich glücklich drum, ist aber für mich nicht ausschlaggebend. Für mich ist ausschlaggebend, dass ich die Kunst weitermachen kann, weil ich dafür brenne und weil ich nichts anderes einfach machen möchte. Und das ist für mich das Einzige, wo ich wirklich froh bin, dass ich eine finanzielle, ich sage jetzt mal irgendwo, dass ich da mir vielleicht nicht ganz so viel Sorgen machen muss, dass ich halt einfach mir die Farben und die Kunstmaterialien leisten kann, um Kunst zu schaffen. Das ist für mich Geld und nur dieser Mittel zum Zweck. Ja, also bei mir ist der Funke auf jeden Fall übergesprungen im Sinne von, ich nehme dir 100% ab, dass du das lebst. Also das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, du bist halt besessen davon. Und noch geiler finde ich, du durch sowas, was wir jetzt machen, wenn wir ehrlich sind, müsstest du ja auch nicht tun, gibst du das an andere weiter. Und wenn dieser Funken nur einen, der hier zuhört, erreicht, der zweifelt an sich, kann ich das, der durch dich die Motivation findet zu sagen, du pass mal auf, ich gehe einfach meinen Weg. Ich muss, was dann auch immer nach dem Pünktchen kommt, singen, tanzen, lehren. Es muss einfach raus. Ich glaube, dann haben wir doch gewonnen, oder? Absolut. Also das kann ich auch nur unterstreichen. Und sobald jemand, ich sag mal, das ist wie mit der Schule im Senegal. Man weiß jetzt durch die UNESCO, wo das ja natürlich auch finanziert wird, jetzt wo wir in Senegal die Schule bauen, damit Leute einfach lernen können und auch später ein besseres Leben ermöglicht bekommen. Dann später zu sagen, weil ihr an euch geglaubt habt, weil ihr die Motivation habt und aus den Chancen, die euch geboten wurden im Leben, einfach was draus gemacht habt und heute was damit erreicht habt, das ist doch schön und das ist doch toll, wenn man sowas sagen kann. Ja, und andere Leute in deinem Alter sagen kann, ne? Darf man genau, richtig. Genau, richtig. Und das in dem Alter halt auch einfach sagen kann. Ich finde, das ist eine unheimlich tolle Sache
und etwas, was man anderen Menschen nur mit auf den Weg geben sollte. Und ich wünsche da draußen auch, wenn viele mir meinen Erfolg nicht können, ich wünsche trotzdem jedem draußen das Beste und dass er viel erreicht und einfach daran festhält, was er macht und auch irgendwann so standhaft bleibt, dann auch wiederum wie ich, um mit den Medien auch so umzugehen zu können, dass man nicht daran scheitert, was man eigentlich liebt. Ja, das ist ein super geiler Abschluss. Zum Schluss würde ich dir gerne noch eine Frage der Community stellen und du darfst dir eine Zahl auswählen zwischen 1 und 77 und dann kommt irgendwas, irgendein Thema zum Ende. Kann von Umweltschutz über Liebe, kann irgendwas passieren. Okay, dann nehme ich die 76. 76, ja, ganz am Ende. Also, wenn du heute Abend sterben würdest, ohne die Möglichkeit, mit jemandem zu sprechen, was würdest du bereuen, jemandem nicht gesagt zu haben? Und warum hast du es nicht gesagt? Also, ziemlich heavy, aber... Aber ich finde, das ist eine gute Frage. Vor allem auch sowas so öffentlich zu stellen, weil traut sich vielleicht auch nicht jeder. Genau. Was ich fragen würde... Also heute Abend ist, du weißt, heute Abend ist vorbei und du kannst ohne die Möglichkeit mit jemandem zu sprechen, was würdest du bereuen, nach dem Tod jemandem nicht gesagt zu haben und warum hast du es nicht gesagt? Verstehe. Ich glaube, jetzt ist mir das nicht so bewusst, aber bestimmt gibt es da den einen oder anderen, der mir vielleicht unbewusst im Leben Motivation gegeben hat oder der mich auch weitergebracht hat, ohne dass ich das vielleicht richtig so bemerkt habe, wo ich mir denke, ich habe anderen vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit geschenkt, den würde ich noch mal gerne in den Arm nehmen und sagen, so danke, dass du mir vielleicht in der und der Situation beigestanden hast. Sind das so Menschen, die quasi der Treibstoff für das waren, was du jetzt machst, so unbewusste? Ja, genau, das ist auch nicht nur eine Person, das sind bestimmt mehrere, weil das Leben ist halt wie eine Aufzugfahrt. So auf dem Weg nach oben gibt es Leute, die steigen in der Fahrt aus und dann gibt es andere, die steigen in einer anderen Etage dazu. Und deswegen gibt es dann oft, wenn man dann weiter zurückblickt über Jahre irgendwie, an den erinnere ich mich auch noch, warum habe ich mit dem eigentlich keinen Kontakt mehr? Da gibt's bestimmt, wer kommt dir da jetzt so gerade? Ich meine, es ist ja möglich, morgen alles zu machen. Ja, ich sag ganz ehrlich, mein Opa ist Modedesigner gewesen, hat viel auch hat Gianni Versace ganz gut gekannt, Sergio Rossi, Lagerfeld und so weiter. Er hat auch viele Kollektionen rausgebracht und war ein sehr extrovertierter Mensch, hat wirklich auch, war viel in New York, in Rio und so weiter, hat viel erlebt und der war immer so eine Belustigung auch für mich und hat immer Sprüche gebracht, aber wirklich, also wirklich das, wie man sich das nicht vorstellen kann. 2 Meter groß, blonde Haare nach hinten, in Studio 54 damals rein. Unsere Frisur kopiert, oder? Dein Opa. Ja, der hatte noch längere Haare, auch ganz, ganz blond. Ist damals nur durch Sprüche in Studio 54 unten rein, hat mit Mick Jagger, Bianca Jagger, Michael Jackson, John Travolta Party gemacht, wirklich hat auch Warhol kennengelernt und so weiter und so fort. War viel Belustigung in meinem Leben und ist jetzt allerdings schon sehr alt, wohnt in Italien auf dem Berg und ich telefoniere oft mit ihm. Aber ich glaube, wenn ich dann wirklich sterben würde, würde ich mir wünschen, ihm nochmal gesagt zu haben. Vielleicht ist das ein Grund, um ihn auch gleich mal anzurufen. Schön. Aber um dann auch ihm zu sagen, weißt du, du warst nicht immer nur da, um mir Entertainment im Leben zu geben oder von deinen Stories zu erzählen, was du alles erlebt hast, sondern du warst auch für mich eine Motivation und auch irgendwas, ein unheimlich wichtiger Pol auch für mich im Leben,
wo ich auch irgendwie Kraft tanken konnte und wo ich Energie aus deinen Erzählungen, aus dem, was du mir mitgegeben hast, einfach schöpfen konnte. Toll. Und das würde ich ihm, glaube ich, dann auch nochmal sagen. Und natürlich auch meinen Eltern, wie unheimlich dankbar ich ihnen einfach bin und was sie mir einfach bedeuten im Leben. Dass ich ohne sie auch so weit nicht gekommen wäre einfach im Leben. Ja. Und natürlich auch den Galeristen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja. Und dass das Glück auf wohl alles so weitergeht. Und ich glaube, wir können zum Ende festhalten, du kannst der geilste Künstler der Erde sein, wenn du nicht Menschen hast, die mit dir in dieses Horn rufen, wird schwer. Und du hast deine Familie, richtig. Du hast ein leuchtendes Beispiel in deinem Opa, der einfach mal gemacht hat. Und ich glaube ja sogar, dass sowas auch abfärbt über verschiedene Generationen. Ne? Also, ja, ich glaube auch. Ja, viele sagen auch, ich komme meinem Opa mehr irgendwie als meinem Vater, sage ich jetzt mal von der männlichen Seite, was ganz lustig ist. Aber so ist das halt mit den Genen und mit der Abstammung. So, aber das ist halt so irgendwie das, was ich auch auf jeden Fall loswerden möchte. Und natürlich, dass man halt nie so groß ist wie sein Team. Also wenn man nicht die richtigen Leute hat und nie so ein Team auch um sich herum hat, wo man sich hundertprozentig darauf verlassen kann, die alle dieselbe Philosophie haben, alle wie du schon sagst, ins selbe Horn blasen, dann kann es nicht funktionieren. Also man braucht echt ein verdammt gutes Team auch, das ist wichtig, und die halt einen unterstützen, damit man seiner eigenen Passion, worum es letztendlich geht, um die Kunst auch den Rücken frei halten, dass man auch für die Kunst weiter so leben kann. Richtig cool. Ganz am Ende, kurze Frage, kurze Antwort. Der wichtigste Satz, den ich jemals gehört habe? Da kann ich jetzt keinen bestimmten Satz sagen, weil ich eine Zitateliste führe, wo ich so viele Sätze drinstehen habe. da sind viele gute dabei. Nehmen wir abschließend zu diesem Podcast. Was fällt dir ein zur letzten Stunde? Ein Zitat aus deiner Zitateliste. Aus der Zitateliste, was man da aus der Zitateliste. Ich würde jetzt am liebsten kurz bei meiner Zitateliste nachgucken, weil es so viele sind. Aber ich überlege mal kurz. Wir können die auch erstmal. Ich würde sagen, dass natürlich die Leute, dass ich jeden wünsche, dass er es mit seinem Traum an die Spitze schafft und auch seinen Traum verwirklicht. Natürlich aber sich auch im Klaren darüber sein muss, dass man dafür hart arbeiten muss. Und wenn man wirklich dafür geschaffen ist, und das ist das, was ich eigentlich jedem mitgeben möchte und nur kann an letzter Stelle, nur wenn man wirklich das ausblenden kann, dass man Neider hat, sich aber von denen nicht beirren lässt, und dass es viele Leute gibt, die einem irgendwie Steine in den Weg stellen und versuchen, den Zug aufzuhalten, mit dem man gerade voranschreitet und immer weiter vorangeht, dass man sich von denen nicht beirren lässt und sich im Klaren darüber ist, dass man wirklich nur an die Spitze gelangen kann, wenn man das komplett ausblendet und da ohne Rücksicht auf Verluste dann auch den Weg verfolgt. Und nicht einknickt, weil die Meinung anderer irgendwann einem zu wichtig wird und zu Kopf steigt, sondern immer sich schön selber treu bleibt und seinen eigenen Weg geht. Einen besseren Abschluss hätten wir nicht finden können. Wir machen den Sack zu. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Ich glaube, das wird sehr, sehr viele Menschen hier inspirieren. Und ob du das jetzt hier im Flugzeug hörst oder im Auto, zieh dein Ding durch. Ne? Und sei so lieb, gib mir eine Bewertung bei iTunes oder wo du das gerade... Mach ich, auf jeden Fall. Nicht du, die zuhören. Du darfst es auch gerne tun. Ach so, ich dachte, ich sollte eine Bewerbung für das Interview geben. Das werde ich aber auch selbstverständlich Kannst du auch machen. Kannst du auch machen. Aber diejenigen, die das hier hören, das ist ja ein bisschen auch sowas wie Kunst. Und viele, die konsumieren das, aber geben keine Bewertung ab. Und dann bei iTunes ist es ganz wichtig. Ne? Aber der Podcast hier wird mittlerweile so viel gehört. Und ich bin mir sicher, du wirst hier sehr, sehr großen Anklang finden, weil es passiert ja auch gerade was in Deutschland. Ne? Viele Menschen suchen nach dem Warum, wollen ihr es finden. Und du bist einfach ein Beispiel für die. Und das ist so toll, so jung für andere als Beispiel zu gelten. Das ist echt toll. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen.
Sehr, sehr cool. Genau, wir wünschen euch eine tolle Woche. Du darfst eine Bewertung geben, alle, die zuhören, dürfen das. Und das war unser Interview heute mit Leon Löwentraut. In Deutschland mein Lieblingskünstler. Und solltet ihr mal bei mir zu Hause sein, dürft ihr da im Wohnzimmer einmal hinschauen. Weil, wie du es gesagt hast, Kunst ist mehr als einfach nur ein Bild, sondern das soll einem jeden Tag etwas geben und Bedeutung haben. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank.